Hey, wir haben heute ein neues Video für euch und zwar haben wir heute eine Yoga-Turn-Challenge für euch. Wir haben nämlich schon mal 2 Yoga-Challenges hochgeladen und die kamen mega gut bei euch an und wir haben zu unserem Geburtstag eine Airtrack bekommen und haben es das selber als Anlass genommen, irgendwas Turnerisches zu üben. Also vorab, wir haben noch nie professionell geturnt oder so, sondern machen das einfach nur aus Spaß. Und jetzt haben wir uns 6 verschiedene Yoga-Positionen und Turnübungen rausgesucht, die wir jetzt versuchen nachzustellen. Das ist jetzt unsere erste Yoga-Übung, die wir machen werden. Ich glaube, die werden wir noch einigermaßen gut hinbekommen. Und ich werde die sein, die den Kopfstand macht. Und da ich keinen Handstand machen muss, den können wir nämlich nicht, ist das, glaube ich, ganz okay. Aber ich habe meine Füße hier. Das ist anstrengend. Dann mach das lieber erst nachher, wenn ich hoch bin. Und das ist ein Einstellungspool. Mach mal, das bist du. Hallo, komm her. Ich bin jetzt mit meinem Kopf am Boden, ja. Okay? So? Ja! Okay, warte, das drückt mich hoch. Das war ja leicht. Das war ja leicht. Das ist jetzt unser Endergebnis. Es hat echt einigermaßen gut geklappt, also ich würde sagen, jetzt auf jeden Fall ein guter Anfang. Das ist jetzt unser zweiter Clip und zwar ist das diesmal was Turnerisches. Das Video sagt nämlich, dass man so ein Rückwärtssalto innerhalb von 24 Stunden lernt. Und wir können absolut kein Rückwärtssalto und ich bin echt gespannt. Das sieht so einfach aus auf dem Video. Aber ich glaube, es wird auch noch mal schwer für den, der Hilfestellung gibt, weil wegen der Armkraft. Also mal sehen, wie wir es hinbekommen werden. Vielleicht klappt es ja auch total gut. Ihr könnt doch erstmal mit Hände lernen, oder? Ja, ja. Das schaffe ich nicht. Nee, das schaffe ich nicht. Einfach so hinten, oder? Und dann schwingen meine Beine rüber. Mit der einen Hand hält sich das einfach so. Ja. Und dann mit der Hand schwingst du rüber, okay? Aber da musst du dich auch wirklich komplett allein halten auf deinen Arm, weil ich kann es nicht halten. Stimmt, das kann ich nicht. Jetzt. 1, 2, 3. Oh ja, jetzt. 1, 2, 3. Nochmal, ich schwing schon auf deinen Haaren. 1, 2, 3. Dann mach erstmal die Brücke. Bist du? Ja. 1, 2, 3. Oh mein Gott, viel davon. Ja. Okay. Okay. 1, 2, 3. Ja. Das ist jetzt unser Endergebnis. Es hat wirklich gar nicht gut geklappt. Also wir haben es einfach gar nicht hinbekommen, uns irgendwie abzudrücken und irgendwie vor allem die Hilfestellung zu geben. Und weil es überhaupt nicht geklappt hat, haben wir uns das einfach mal ein bisschen umgeformt in einen Rückwärtsbogengang, falls man das so nennt. Das ist jetzt unsere dritte Yoga-Position, die wir ausprobieren werden. Und ich finde, sie sieht eigentlich relativ leicht aus, aber es könnte auch ziemlich schwer werden, für den unteren, ja, den oberen zu halten, nur mit den Beinen. Ich glaube sogar, der obere hat die wesentlich leichtere Position. Also mal sehen, wie wir das schaffen. Ich muss nur mit einer Hand halten. Achso. Ich halte dich erstmal mit beiden, ja? Mit beiden Beinen, klar. Ja. Okay, warte, ich geh lieber nach unten. Du schaffst das nicht. Du gehst ja mit deinen Beinen mit. Alter, du gehst ja mit deinen Beinen. Ja, ich konnte mich nicht hochmachen. Ja, du bist nach vorne gedrückt, nicht nach oben. Nee, ich wollte mich nach hinten. Lass dich einfach mal nach oben drücken. Und ich bleib auf einem Fleck, nicht nach hier. Wenn du auf dein Gesicht fällst, habe ich einen Nasenbruch. Ich halte mich erstmal. Oh Mann. Du musst mal Rücken halten, nicht mehr hoch. Aber ich bin keine Probe. Ja, das ist leichter. Doch. Halt, schreck dich mal mehr. Ja, ich kann nicht mehr strecken. Boah, ich glaube, schwarz. Ich schaff das nicht! Lass dir mich einfach fallen! Jetzt? Oh ja. Ja? Ja, mach jetzt. Das war gut. Ich hab das so gemacht, dass ich es drehe. Das ist jetzt unser Endergebnis und ich finde, wir haben es echt besser geschlagen als gedacht. Also wir hätten wirklich nicht gedacht, dass wir das so gut hinbekommen werden. Ich habe am Anfang unten probiert, aber ich habe es überhaupt nicht geschafft. Deswegen bin ich dann nach oben gegangen und ich habe natürlich jetzt keinen schwierigen Job. Unten musste man zwar so ein bisschen schauen wegen dem Gleichgewicht, aber im Endeffekt war es dann auch gar nicht mehr schwer. Wir haben es ja ganz okay hinbekommen. Die nächste Übung, die wir nachstellen wollen, ist jetzt genau die hier, also diese erste Übung, wo man sozusagen versucht, einen Salto zu machen. Also ich finde wirklich, es müsste machbar sein, weil man ist ja schon in der Position, man muss dann einfach nur noch die Beine schwingen, aber ob wir das Ganze jetzt wirklich so gut schaffen werden, schauen wir jetzt mal. 1, 2, 3. Warte, und dann mache ich den rückwärts, vorwärts, im Vorwärtssalto. Ist sie so wie eine Schubkarre? Ja, Schubkarre. Nimm mal Du sollst keinen Handschuh machen, du sollst Schubkarre machen. Ja, nimm mal Fuß. Ich mach so 1, 2 und dann mach ich so, okay? Und dann mach ich mit dem Arm auf dich weg, hoch. Ja, ja, genau das mache ich. Und du machst das jetzt. Ich schwing dich einfach in die Beine ja, rüber. Hoch. Okay. Das ist so voll weh. 1, 2, 3. Au! Oha! Das war irgendwie nicht so gut. Ich hab einen Purzelbaum gemacht. Ja.
du musst ja auch hochdrücken mit den Händen. Kannst du dich weiter unten anfassen? Das hat sie einfach. Aber ja, dann wissen wir, wenn die Beine zu. Egal, du bist jetzt gerade einfach nur so angefangen. Ja, okay, dann bist du jetzt mit deinem Bein hier zwischen meinen Beinen. Nein! Doch, wenn nein. Ich dich da anfassen soll. Du fass seitlich an oder so, keine Ahnung. Nee. Okay, eins, zwei, drei. Das war eine Flugrolle. Wie machst du mal? Eins, zwei, drei. Ja, kurze Baum. Das ist jetzt unser Endergebnis. Ja, wie ihr seht, wir haben es nicht ganz so gut hinbekommen. Das Beste, was wir hinbekommen haben, war eine Flugrolle, aber es war echt viel, viel schwieriger als gedacht. Wir kommen jetzt zu der letzten Yoga-Position, und zwar ist das diese hier, die an sich wirklich auch, finde ich, eigentlich relativ okay aussieht vom Machbarkeitsgrad. Ihr müsst nur schauen, ob wir das so durchgeschreckt hinbekommen. Also ich weiß nicht, ob wir unsere Beine so durchgeschreckt halten können, aber wir probieren es auf jeden Fall unser Bestes zu geben. Kann ich so machen auch nur? Nee. Ja, okay, dann mache ich so. Ja, aber nee, jetzt musst du standhalten, ja? Ich probier's. Mach einfach. Aber wenn ich jetzt nicht mache. Wow. Du warst jetzt mehr da. Ja. Aber gut, ne? Ist denn mein Hund gut? Ja, du hast halt keine Durchgestrecke mehr, aber erst wenn ich jetzt. Boah, ich kann das auch nicht wirklich. Alter, ich bin irgendwie viel zu nah, habe ich das Gefühl. Ich gehe mal ein bisschen höher, weil ich glaube, das ist besser. So mache ich. Okay, warte. Ich kann nicht mehr. Aua. Das ist jetzt unser Endergebnis. Und ich bin eigentlich echt zufrieden. Also, dass diejenige, die den Hund macht, jetzt nicht ganz die Beine durchgestreckt hat, war uns eigentlich schon von Anfang an klar. Aber im Endeffekt haben wir sozusagen das Grundprinzip dieser Yoga-Position, finde ich, ganz gut gemacht. Und ja, man erkennt auf jeden Fall, dass es diese Position sein soll. So, jetzt kommen wir zu unserer letzten Turnübung. Und zwar ist das hier dieses Video. Und das ist ein Vorwärtsbogengang, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ohne Hilfestellung werden wir das auf jeden Fall nicht hinbekommen. Das ist so eine Übung, die wir jetzt in den letzten Tagen schon mal versucht haben. Und ohne Hilfestellung geht da gar nichts. Allerdings werden wir es mit Hilfestellung probieren. Und ja, dann seht ihr mal unser bestes Ergebnis. Boah! Oha! Ich mache jetzt keine Hilfestellung. Du wolltest keine Hilfestellung, dein Problem. So, das ist jetzt unser Ergebnis. Und auch wenn es mit Hilfestellung ist, wir sind echt stolz auf uns, dass es so gut aussieht für unsere Verhältnisse. Von Anfang an war uns natürlich klar, dass wir es ohne Hilfestellung nicht schaffen. Wir haben es ein paar Mal probiert, aber das war komplett schlimm, also nein. Aber das ist schon mal auf jeden Fall der richtige Anfang. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und würden uns dann über einen Daumen nach oben und über ein Abo freuen. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!